Moin, willkommen in Hamburg am U-Bahnhof vorne Rennbahn. Ihr seht hier einen der Zugänge zum neuen Bahnsteig für die Züge in Richtung Mümmelmannsberg. Der Zugang liegt zwischen Einkaufszentrum und Washingtonallee. Seit 6. Mai 2024 fahren hier wieder Züge. Vorher war der Bahnhof komplett gesperrt. Er wurde umgebaut. Bahnsteig der U2 in Richtung Mümmelmannsberg. In Zukunft soll von hier die Linie U4 zur Horner Geest fahren. Hier seht ihr die Abzweigung im Tunnel. Die Strecke nach links Richtung Horner Geest ist noch im Bau. Ein paar Ansichten von dem neuen Bahnsteig. Tagsüber müssen Fahrgäste hier umsteigen. Die Züge fahren vom neuen Bahnsteig in Richtung Mümmelmannsberg und zurück. Hier sehen wir durch den Tunnel in Richtung Raues Haus. Auf dem neuen Bahnsteig gibt es noch keine elektronischen Zugzielanzeiger. Fahrgäste können sich die Abfahrtszeiten mit diesem QR-Code auf dem Smartphone anzeigen lassen. Kurz hinter dem Ausgang aus dem Aufzug fängt der fahrkartenpflichtige Bereich an. Der Aufzug ist von der Schalterhalle aus zu sehen. Vom alten Bahnsteig aus fahren die Züge zurzeit in Richtung Innenstadt und Niendorf oder kommen von dort an. Die Züge wenden hier und wechseln bei Ankunft oder Abfahrt das Gleis.
In Höhe Rennbahnstraße wurde ein zusätzlicher Zugang am alten Bahnsteig gebaut. Er soll das Umsteigen zum neuen Bahnsteig erleichtern. Hier seht ihr den Zugang Rennbahnstraße von außen, im jetzigen Zustand während des Umbaus. Im Hintergrund liegen die Zugänge beim Einkaufszentrum. Zur anderen Seite liegt der Zugang Bauerberg. Der alte Bahnsteig hat damit jetzt drei Zugänge. Ich sag Tschüss und bis zum nächsten Mal.